Herzlich willkommen zum Gemüsefan-Podcast und zum Glück auch heute wieder an meiner Seite der gute alte Tomate. Hallo Arti, hallo junges Gemüse. Was schauen wir denn, Arti? Ja, nachdem wir die letzten Male so ein bisschen viel uns Gaming angeschaut haben, dachten wir, wir machen mal was wirklich Physisches wieder und gucken uns Sport an. Wie Ja. gleichberechtigt sind Männer und Frauen im Sport? Ja, das ist Vom ein WDR Beitrag war's. von WDR 9,5. Heißt das Format, das ist so WDR Kinderfernsehen. Ah, Und die schon wieder. haben, ja, also es richtet sich jetzt hier explizit an Kinder. Propaganda für die Kleinsten, könnte man sagen. Und da wollen wir mal schauen, wie ausgeglichen das hier ist, ob das ernst zu nehmen ist, dieser Beitrag. Mal sehen. Ich habe ihn vorher noch nicht gesehen. Na dann, los geht's. Viel Spaß. Männer und Frauen im Sport. Wie gleichberechtigt sind sie? Das fängt schon bei der Frage an, wie viel Aufmerksamkeit Frauen und Männer in der Sportwelt bekommen. Wir schauen deswegen heute genauer hin. Wie gleichberechtigt läuft. Und Ich da. habe bei der, ich hab bei der Person schon die. Da weiß ich schon, was sie sagen wird. Das ist. Ja, also ich weiß schon jetzt, was ich sagen soll zu diesem Beitrag, eigentlich einfach schon nach der Fragestellung. Wie gleichberechtigt läuft's im Sport? Also es hindert niemand Männer daran, Sportarten auszuüben, und es hindert Frauen niemand daran, Sportarten auszuüben. Also haben sie die gleichen Rechte, sind gleichberechtigt. Punkt. Was sie jetzt hier aufmachen werden, ist das ganze Thema, naja, die Ehen verdienen weniger und da sind weniger Zuschauer. Das hat ja aber gar nichts mit Gleichberechtigung zu tun. Weil die Ja. Rechten sind gleich. Die Rechte, Entschuldigung. Die Rechte der Ein Sportler freudscher sind gleich. Versprecher hier, Ja, ja. weil wir vor uns, ja, wir hatten noch was anderes geschaut heute zum Thema Rechts, deswegen seht's mir Etwas nach. Übersättigung, ja. Ja. Ich meine, Sie wollen halt Quoten schlussendlich, würde ich im mutmaßen. Wahrscheinlich. Wir schauen mal. Im Sport. Dazu möchte ich als erstes wissen, wer eure sportlichen Vorbilder sind. Ich bin gespannt, wie viele Sportlerinnen ihr nennt. Ronaldo, Messi, Ronaldo, LeBron James und Michael Jordan. Manuel Riemann, Christian Gamboa, Toto Lucia. Schon krass. Auf Anhieb nennen mir jetzt erstmal alle nur Männer, selbst die Mädels. Gibt es wirklich so wenige weibliche Vorbilder? Macht sie auch erstmal schönen Sexismus, ne? Selbst die Mädels. Ja, was ist denn Das. daran halt schlimm? Ja, Also das ist große halt. Sportler sind nun mal männlich. Klar, es gibt auch Sportlerinnen, Bekannte, die mir einfallen würden. Dann eher aus dem Bereich Tennis, muss ich sagen. Genau, Also Steffi was. Graf oder sowas oder Serena Serena Williams, ja, Williams. das sind jetzt so die ersten, die mir einfallen. Aber man denkt halt beim Thema Sport meistens, vor allem als Fußballnation, doch eher an Männer, weil man, naja, Männerfußball ist halt bedeutend beliebter. Aus guten Richtig. Gründen, weil es spannender ist und auch sportlich einfach Als mehr nächstes kommt Leistung dann dahinter vielleicht steht. sowas wie, weiß ich, Basketball. Da hast du dann hier Dirk Nowitzki oder LeBron oder wie er hieß. Ja, Oder LeBron MMA am James. Ende, ne? Ja, also so Thema Boxen vielleicht dann noch. Die ganzen Leute, Mike Tyson, keine Ahnung, Muhammad Dann Ali. noch Formel Aber, es, 1 vielleicht, ja, weiß ich. aber ja, also so die, so, ich sag mal, die grundlegenden Sportler, die mir jetzt so einfallen würden, tatsächlich sind halt die meisten Männer. Also so die most basic, sag ich mal. Ja. Die Standardantworten. Auch Und einfach, das weil ist man nicht jetzt schlimm. beim Dressurreiten oder beim Voltigieren jetzt nicht die Leute Ja, kennt. ja, ja. Und das hat halt gar nichts mit Gleichberechtigung zu tun. Nochmal. Also, es muss nicht alles gleichgestellt sein, damit etwas gleichberechtigt ist. Ja. Das ist der Käse. Ich treffe eine, die genau das sein kann. Lilly Stephasius. Lilly ist 16 Jahre alt und skatet schon fast ihr ganzes Leben. Sie hat bereits viele Skate-Wettbewerbe gewonnen und war sogar bei den letzten Olympischen Spielen dabei. Ich will von Lilly wissen, wie es ist als Frau in einer männerdominierten Sportart. Vorsicht, Lilly, ich komme! Es ist wieder dieses, hey, ich bin Reporter, ich will auch im Clip sein. Ja, genau. Bei den Kindern finde ich es fast noch okay, muss ich sagen, bei Kinderfernsehen. Okay, Hast du schon mal ja. erlebt, dass du beim Skaten warst und du dann irgendeinen blöden Kommentar gesteckt bekommen hast, einfach weil du ein Mädel bist oder dass andere Mädchen das erlebt haben? Hast du das irgendwann mal gehört? Also ich habe schon gehört von manchen Mädchen, die auch Skateboard fahren, und manchmal habe ich mir auch schon ein bisschen, komme ich mir so fehl am Platz vor, jetzt nicht mehr, aber früher halt, so als einziges Mädchen, als Jüngste im Skatepark, kann es schon irgendwie, dass man sich ein bisschen alleine fühlt, vorkommen, aber mittlerweile auch nicht mehr. Du bist ein richtiger Profi, das heißt, du bist auf Wettkämpfen unterwegs. Hast du es da schon mal erlebt, dass Frauen schlechter behandelt werden als Männer? Früher gab es halt unterschiedliche Preisgelder für Männer und Frauen.
Und es gab generell halt weniger oder fast keine Frauen-Contests, weil es halt keine Mädchen gemacht haben. Damals. Ja, die muss ich mal kurz einhaken. Also jetzt zum Beispiel mit dem Thema Preisgelder. Die Preisgelder werden sich ja wahrscheinlich aus den Einnahmen generieren. Also eine Veranstaltung, die besser besucht wird, die kann mehr Einnahmen generieren, da gibt es dann höhere Preisgelder. So stelle ich mir das vor. Und ich gehe mal davon aus, dass es ähnlich ist wie beim Männerfußball, dass einfach die Männer-Skating-Liga, so, weil, auch wie sie selbst gesagt hat, sie oft das einzige Mädchen war, dass da halt erstmal mehr Leute dran teilnehmen, dass deswegen da eine breitere Basis ist und deswegen auch die Leistung an sich einfach höher sein wird. Das ist halt dann auch kein Wettbewerb, wenn da nur zwei Mädels teilnehmen, ne? Also eben, dann ist es kein Wettbewerb und dann brauchst du nicht das gleiche Preisgeld ausschreiben. Zu der anderen Sache, dass sie schief angeguckt wird im Skatepark, das kann ich ihr voll geben. Also das kann ich mir definitiv vorstellen, weil Skatepark ist nun mal eine männliche Domäne. Und klar, gerade in dem Alter, ich kann mir auch vorstellen, da gibt es viele Jugendliche, die sie vielleicht ein bisschen dumm anmachen. Aber alles schön und gut, aber nochmal, das hat halt nichts mit Gleichberechtigung zu tun im Sport. Also ganz ehrlich, ich bin jetzt halt absolut kein Skater, aber das, was ich so außen wahrnehme, so in den Skateparks hier, es juckt keine Sau, wer du bist. Ja, aber du weißt siehst du? Doch schon eher dort Frauen, Männer, oder? Also Jungs. Ja, aber das kann ja sein, aber das heißt ja nicht, dass es irgendwelche komischen Kommentare oder Blicke gibt. Naja, ich kann mir das schon durchaus vorstellen. Ich kann mir das schon durchaus vorstellen, dass halt ein paar sagen, ja, komm hier, das Mädel dort. Also, kriegt da nicht eher das männliche Helfersyndrom eher? Also das wäre so der einzige Punkt, den ich ihr geben würde. Oder, nee, anders. Natürlich gebe ich dir die Punkte, ich meine. Wo sind wir denn hier? Die hat von ihren eigenen Erfahrungen berichtet, das wird schon so stimmen, aber mir geht es eher um die Punkte, die ich der Redaktion ihr geben würde, 9,5, zum Thema Gleichberechtigung im Sport. So. Ich hoffe, ich habe mich jetzt richtig ausgedrückt. Wobei ich auch sagen muss, also das, was sie geschildert hat, hat sie auch sehr, sehr diplomatisch ausgedrückt. Ja, so, natürlich. Da gab es mal sowas, so, ja. Und nicht so, ich wurde ständig begafft. Ja, das gab es ja nicht, ja. Jetzt war Lilly bei Wettbewerben oft das einzige Mädchen. Sie hat die Goldmedaille schon sicher. Warte mal, nochmal. Also sie war bei Wettbewerben oft das einzige Mädchen und dann gibt's dasselbe Preisgeld. Also, wie soll das ablaufen? Du gehst zu dem Wettbewerb, bist das einzige Mädchen, kriegst dasselbe Preisgeld wie die Mann. Also, sie hätte sozusagen die Halfpipe runterfallen können, ja, hätte Gold bekommen und soll dafür auch noch dasselbe Preisgeld kriegen. Wobei ich jetzt mal fairerweise fest davon ausgehe, dass bei diesen Wettbewerben, wo sie das einzige Mädchen war, dass es dann halt gemischte Wettbewerbe waren. Ja, ja, klar. Ja. Ja. Aber lustig ist die Vorstellung schon. Gefühl, dass du manchmal vielleicht nicht so ernst genommen wirst, weil du ein Mädchen bist? In der Skate-Community nicht. Ich hasse diese Art der Frage auch immer. Hast du das Gefühl, dass du als Mädchen nicht so ernst genommen wirst? Das ist so eine Standardfrage, du musst bloß immer so ein bisschen das austauschen. Hast du das Gefühl, dass du als Transfrau da und da... Gott. Ja, stimmt, interessant, gute Beobachtung, ja, das geht immer gleich los. Und ja, am Ende des Tages sind es halt keine harten Fakten, die dann berichtet werden, sondern Gefühle, wie sich jemand fühlt. Und am Ende des Tages sagen die dann immer so, oh, das ist voll spannend gewesen, mit dir darüber zu reden. Ja, das hat mich voll bereichert, dieser Austausch, so, ich fühle mich jetzt viel aufgeklärter, was dieses Thema angeht, viel sensibler, kann das in meinem Alltag umsetzen. Das sind echt geht es euch auch Phrasen. So, dann schreibt es in die Kommentare. Und wurdet ihr schon mal dumm angemacht im Skatepark oder bei einer anderen Sportart? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. So, mal schauen, da was sie zu. Ich wurde immer, seitdem ich angefangen habe, mit sehr viel Respekt und Unterstützung behandelt und habe mich immer wohl gefühlt. Allerdings war es so, als ich zum ersten Mal Deutsche Meisterin geworden bin, halt erst 11 Jahre alt war, dass ich da schon immer so diesen Stempel hatte als kleines, süßes Mädchen. Aufgrund meines Alters natürlich, aber das hatte ich dann so ein bisschen hinterhergeschleift, auch als ich älter wurde. Als Lilly zum Beispiel mit 14 Jahren an den Olympischen Spielen teilnimmt, fühlt sie sich von manchen Medien nicht als Sportlerin ernst genommen. Man kann schon sagen, der Umgang der Sportmedien mit Frauen ist oft kein faires Spiel. Über Frauen im Sport wird grundsätzlich viel weniger berichtet als über ihre männlichen Kollegen. Ja, das ist immer wieder bei deinem Punkt. Warum ist das so? Warum ist das so? Weil Frauensport weniger Leute interessiert, weil es weniger Leute schauen. Ich brauche ja nicht über irgendeine Sportart berichten, die kein Schwein interessiert. Also, ich brauche jetzt nicht über, keine Ahnung,
Ping-Pong-Kategorie C Kreisliga berichten. Das juckt halt keinen. Es kam doch schon bei eurer Straßenumfrage raus. Selbst die Frauen schauen keinen Frauensport. Ja. So, das ist der erste Punkt, den wir entkräftet haben. Was kommt noch? Bringt uns mehr Beispiele. Wenn über Frauen berichtet wird, dann oft anders als über Männer. Es geht dann nicht nur um ihre sportliche Leistung, sondern häufig auch um ihr Aussehen. Bei Wettkämpfen werden Sportlerinnen oft nicht nur in der sportlichen Aktion gezeigt, sondern in Nahaufnahmen ihres Körpers. Ja, den Punkt würde ich den geben. Den gebe ich den auch, ja. Warum ist das so? Weil das einer der wenigen Wege ist, um Leute für Frauensport zu interessieren, weil es juckt sonst keinen. Also, ich sag dir, wenn die Leute Männer jetzt dazu hier bringen, Frauensport zu gucken, ja, du zeigst halt schöne Frauen. Männer stehen auf Frauen. Und da Frauen, die oben mitspielen, halt immer durchtrainiert sind, sehen sie halt auch fast immer gut aus. Ne? Ja, also jetzt so russische Kugelstoßer aus den 80ern vielleicht mal ausgenommen. Ja, aber hier so bei Tennis und so, die sind halt immer. Ja, klar. Ja. Tennis, Beachvolleyball, Leichtathletik. Aber ich prophezeie, wenn die jetzt lange Klamotten tragen würden. Oh, zu Burkini oder sowas. Ja, nicht so extrem ist, was ich, Jeans oder sowas oder keine Ahnung, kann man schlecht Tennis spielen, aber halt so, dass alle weiblichen Rundungen mehr oder weniger wegretuschiert sind. Es würde kaum einer mehr gucken. Ja, schon. Hm? Also die Zuschauerzahl würde tatsächlich zurückgehen. Also ganz salopp gesagt, Pardon. Ja, das Ding ist halt, man schaut diese Sportarten, also viele Leute schauen halt diese Sportarten weniger wegen den sportlichen Leistungen. Also, ich meine, ja, Frauensport wird einfach weniger geguckt. Da ist halt die Leistungsfähigkeit einfach geringer, weil weniger Frauen und Männer körperliche Unterschiede haben. Ja, und das ist voll okay. Also, das ist ja überhaupt nicht schlimm. Ja, dafür haben wir die Kategorie. Weil Sportlerinnen in den Medien nicht so sichtbar sind wie ihre männlichen Kollegen, bekommen sie weniger Werbeverträge und verdienen viel weniger Geld. Ah, das ist doch alles dasselbe Thema. Natürlich bekommen sie deswegen auch weniger Werbeverträge und Geld. Wir haben es, aus genau dem Punkt, den wir gerade aufgemacht haben, weil es halt weniger Leute schauen. Deswegen generiert es weniger Einnahmen. Hallo. Erde an 9,5. Und das ist nicht der einzige Nachteil. Sind weniger erfolgreiche Sportlerinnen in den Medien zu sehen, entsteht der Eindruck, Frauensport sei nicht interessant und wichtig genug, um darüber zu berichten. Und so geht's dann. Ist es auch nicht. Und so geht's dann eben immer weiter. Sportlerinnen werden seltener in den Medien gezeigt und erhalten weniger Geld. Also das Ding ist doch, wenn du bei Sport davon ausgehst, dass du Höchstleistung sehen willst, ja? Ja. Dann haben Frauen einfach den biologischen Nachteil, dass sie weniger Muskelmasse haben, weniger Körpergröße haben. Ja. Schlechtere Knochen oder weniger dichte Knochenstruktur. Dafür sind sie halt flexibler, aber das ist bei sehr vielen Sportarten sekundär wichtig. Ja, also fällt mir jetzt nur sowas wie Wasserballett oder sowas vielleicht ein. Ja, oder auch noch irgendwo klettern, aber da kommt trotzdem die Körperkraft. Ja. Und bei allen anderen Sportarten sind dann halt Männer einfach sportiver und stellen Rekorde auf. Ja. Man will halt als Zuschauer eigentlich so das krassestmöglichste sehen. Also was ist die höchste Leistungsfähigkeit? Und die siehst du halt nun mal bei Männern. Also bestes Beispiel, weil wir eine Fußballnation sind, ist immer das Thema Männer- und Frauenfußball. Also Frauenfußballmannschaften trainieren nicht umsonst gegen 14-, 15-jährige Jungmannschaften. Ich glaube eher sogar gegen 14-Jährige, weil die halt auf gleichem Leistungsniveau sind. Also die 14-jährigen Jungs sind auf selben Leistungsniveau wie die erwachsenen Frauen. Das kann so natürlich sein, dass sich das über die Zeit bessert, ne? Dass da so ein Professionalisierungsgrad einsetzt. Aber das wird noch dauern. Und ich denke, selbst wenn das passiert, sind die immer noch drei Ligen unter den Top-Fußballern. Ja, also klar können die sich professionalisieren, aber die von der Leistungsfähigkeit werden die Frauen immer unter den Männern bleiben. Das fängt ja schon bei sowas an wie Sprints. Ne? Wenn du da immer zwei Sekunden langsamer bist als die Weltspitze, das überträgt sich halt auch auf den Fußballplatz und dann kannst du der beste Verteidiger sein, da kommt ein Mann und sprintet einfach an dir vorbei und du kannst nicht mithalten. Ja. Mhm. Wie wird das ausgehen? Okay. Es ist, dieser Clip ist wirklich lustig. Es ist Propaganda für die Kleinsten. Ich bin ja mal gespannt, wie sie diesen Teufelskreis, den sie jetzt hier versuchen zu skizzieren, durchbrechen wollen. Ja, mal sehen.
Und nicht nur das. Weil Sportlerinnen weniger Aufmerksamkeit bekommen, fehlt es an Vorbildern für Mädchen. Und keine oder kaum Vorbilder heißt am Ende auch weniger Mädchen im Vereinssport. Deshalb ist es so wichtig, dass über Sportlerinnen wie Lilly berichtet wird. Du bist ein krasses Vorbild, oder? Ja, vielleicht. Also ich möchte einfach Skateboardfahren so an Mädchen, junge Mädchen vor allem weitergeben, dass sie anfangen und keine Angst haben, ins Skatepark zu kommen oder sich irgendwie schämen, wenn sie noch nicht so gut sind, sondern denen einfach zeigen, dass man auch als Mädchen im Skateboardfahren gut sein kann. Was hat sich vielleicht zum Positiven verändert in den letzten Jahren in Sachen Gleichberechtigung in der Skater-Szene? Also ein großer Punkt ist überhaupt, dass es Frauen-Contests gibt. Also vor allem in Deutschland, aber auch international gab es halt richtig oft die Klasse Frauen nicht und Frauen mussten bei den Männern mitfahren. Aber inzwischen sind es zum Glück so viele, dass sie ihre eigene Gruppe haben können, in der sie starten. Und ansonsten Dinge wie zum Beispiel gleiches Preisgeld. Es hat sich also schon einiges getan für Frauen im Sport. Das wird vor allem klar, wenn man zurückguckt. Warte mal, das heißt, die kriegen jetzt gleiches Preisgeld? Ja, tatsächlich. Okay. Die Frauen liegen und die Männer liegen, kriegen gleiches Preisgeld. Das ist Olympia oder was? Ja gut, das ist die Frage, gute Frage, weil das ist tatsächlich ein bisschen wild, weil ich würde meinen, auch beim Skateboarden würden mehr Männer, also die Männerliga würde höhere Einnahmen generieren, würde ich eigentlich davon ausgehen. Weil gerade Skateboarding ist halt eher so ein Männerding, würde ich meinen. Also ich kann es mir halt bei Olympia vorstellen, weil da geht es ja jetzt wirklich nur um die Sache und die Preisgelder sind da in der Regel niedrig. Ja, wahrscheinlich. Aber ja, wenn es bei privaten Veranstaltungen auch so ist. Gut, und jetzt das Thema, ja, es gibt jetzt auch endlich Frauenligen, also sie muss nicht mehr bei den Männern mitmachen. Gut, das ist okay. Ja, das lag halt einfach an der Anzahl der Sportlerinnen. Da also können jetzt die Männer auch wieder nichts für. Eben, und auch das System kann da jetzt nichts für. Das hat er in dem Sinne, ja, bei dem Gleichberechtigungsthema geht es auch immer irgendwie um das institutionalisierte Barrieren, die da im Weg stehen, weißt du? Und die gläserne Decke sozusagen. Mhm. Ja, und die gibt es ja einfach nicht. Also, das sagen wir. Es gibt nicht das System, das dich da irgendwie dran hindert, als Frau Sport auszuüben. Ich wette, die Doku will uns hier was anderes dann kredenzen. Das ist eben sehr wohl die Pflicht der Gesellschaft und die Schuld der Gesellschaft. Vielleicht, ja. Sport, reine Männersache. Noch im 19. Jahrhundert ist die allgemeine Meinung, Sport sei nichts für Frauen. 1900 nehmen zwar zum ersten Mal auch Frauen an den Olympischen Spielen teil, aber es sind nur rund 20. Die Männer dagegen sind mit 975 Athleten vertreten. Seitdem ist die Zahl der teilnehmenden Frauen immerhin stetig gestiegen. Und bei den Olympischen Spielen 2024 sollen sogar zum ersten Mal genauso viele Athletinnen teilnehmen wie Athleten. Beteiligung? Check. Aber wie sieht es mit der Bezahlung der Sportlerinnen aus? Beispiel Fußball. Ein Spieler, der auch... Bitte nicht. Ich skippe jetzt mal, ich weiß, was kommt. Nee, ja, lass es laufen. Also das ist so ein spannend. Knirsch, wie geben es uns, herrlich. Okay, nochmal von Anfang. Beispiel Fußball. Ein Spieler, der auch in der Nationalmannschaft spielt, bekommt im Schnitt etwa 10.200.000 Euro pro Jahr. Eine Nationalspielerin kommt dagegen insgesamt nur auf eine Summe von etwa 43.500 Euro. Wie kann man denn ernsthaft das vergleichen wollen? Also schau dir wirklich nur die Werbeeinnahmen an. Also die kriegen doch nur die krassen Gehälter, weil jemand das Geld dafür stellt. Und das Geld dafür kommt von Werbeeinnahmen, weil so viele Leute den Sport gucken, den Männersport. Den Frauensport eben nicht. Das hat doch gar nichts mit Gleichberechtigung zu tun. Oh, das ist ein Käse. Also ich finde eigentlich, man könnte höchstens den Punkt machen, dass im Männerfußball zu viel verdient wird, ehrlich gesagt. Ja. Und diese Millionen, hunderte Millionen Transfers, das ist halt lächerlich mittlerweile geworden. Ja, auf jeden Fall. Mal gucken, wann wir die erste Milliarde knacken, aber... Wobei, ich meine, wir sind ja schon irgendwo Fans des freien Markts, oder? Für mich würde ich das schon eher sagen. Gut, klar, bei allem gibt es Grenzen. Weiß nicht, ob ich das jetzt so beim Fußball... Na gut, nee, wisst was? Ich könnte wahrscheinlich auch mit mir drüber reden lassen. Also, ist schon ein bisschen komisch, dieses ganze Fußballthema. Es ist halt so durchgebusinessed. Also, ja, das ist halt auch wie ein riesen Söldnerverein. Dort, wie die dort rumgescharrt werden. Ja, hast recht, ich lasse es also da vielleicht doch. Man kann mir nicht erzählen, dass irgendein Spieler 300 Millionen wert ist. Ja. Das ist einfach ein bisschen over the top. Ja. Aber gut. Viele Spielerinnen verdienen sogar weniger und müssen nebenbei arbeiten oder machen eine Ausbildung. Da will ich doch nochmal einwerfen. Das ist in fast jeder Sportart, die nicht großartig irgendwo vorkommt, so.
dass du das mehr oder weniger nebenbei spielst ja, klar. und dann irgendwo arbeiten gehst. Sowas wie, wer kennt es nicht, Faustball, das ist sowas ähnliches wie Handball. Ja. Und kein Schwein, die Leute müssen alle arbeiten nebenan. Ja, ja. klar. Irgendwelche Viertligisten im Fußball. Neben, ja. Ja. Und die Skateboarderin wird nebenbei zur Schule gehen oder Studium oder was weiß ich. Mhm. Ja, das ist Standard für jede Art von Sportler. Ich meine, wirklich große Ausnahme sind halt die Fußballer. Aber das ist wirklich ein absurdes Beispiel, was man sich da rauspickt. Das ist so dieses Cherry-Picking mal wieder. Ja, es gibt halt noch so was, also Sport, ne? Dart, so die Leute da, die zu den oberen 100 gehören, die können sich das halt leisten. Bei Dart? Ja, die haben dann halt wirklich? So Werbeverträge und sowas auch. Ach ne? so, krass, ja. wusste ich gar nicht, okay. Ansonsten, bei Schach ist auch krass, ne? Da denkst du, ja, ne, aber das sind halt auch, wenn du nicht zu den Top 100 gehörst, musst du halt auch arbeiten gehen. Ja, ja, krass. Werden diese Gehaltsunterschiede damit begründet, dass der Frauensport weniger Geld einbringt. Würde im Frauensport aber genauso viel in die Förderung investiert und Werbung gemacht wie im Männersport, sehe das wahrscheinlich anders aus. Schwachsinn, Schwachsinn. Würde genauso viel investiert, sehe das wahrscheinlich anders aus. Wahrscheinlich. Nein. Das heißt, Quellen gibt es hier natürlich nicht im Kinderfernsehen, da kann man sich halt damit rausreden, ja, bei Kindern tun wir keine Studien einblenden, die lesen ja eh nicht. I made it up ist die Quelle. Source I made it up? Nee, Bullshit. Richtig, ist Bullshit. Aber na, was hier gefordert wird, ist, wir müssen es doch einfach mal machen. Lass uns doch einfach mal ein paar hundert Millionen rein versenken und dann wird das schon, na, oder auch nicht, ne? Diese. Es ist doch nicht unser Geld. Solange die Bezahlung aber so ungleich ist, bedeutet das, dass Frauen im Sport weniger Wertschätzung und Anerkennung erfahren als Männer. Lichtblicke kommen aus anderen Ländern. In Norwegen, Spanien und den USA bekommen die Frauen zumindest für ihre Einsätze in der Nationalmannschaft genauso viel Geld wie ihre männlichen Kollegen. Aber trotzdem... Hm. Ja, das ist auch in der Nationalmannschaft. Boah, finde ich eigentlich auch doof. Finde ich bescheuert, also an der Stelle, weil... Naja, wegen dem Thema Werbeeinnahmen. Also ich finde es dumm. Da würde ich widersprechen, weil beim Fußball ist es ja so, wenn du sozusagen für die Nationalelf spielst, was du da bekommst, ist halt nichts verglichen mit deinem normalen Gehalt. Also da machst du es halt wirklich, weil du sagst, ich spiele gern für das Land. Ach so, okay, okay. Also es sind ja. dann hier 10.000 oder so pro Spiel oder sowas. Nee, warum das ich wahrscheinlich jetzt... da so ein bisschen... gereizt reagiert, ist wegen der Megan Rapinoe, die ist rechts zu sehen. Ja. ja, das ist die rosahaarige. Der Name ist mir nämlich ein Begriff, weil die hat schon öfter solche Sachen gebracht. Ich schaue ja immer mal so einen Ami-Podcast und die war dann eine Weile lang oft zugegen, weil die ist genau dieses Thema Männer-Frauen-Bezahlung, das ist so der ihr Ding in ihrer Karriere gewesen. Also sie hat vor kurzem ihre Karriere beendet und tatsächlich gesagt, das war ihre wichtigste Errungenschaft, dass sie diese Debatte angestoßen hat. Die gleiche Bezahlung zwischen Männern und Frauen im Fußball. Die sieht also, halt auch aus wie so eine Karen. Also, ja, die ist auch mega, die ist auch safe lesbisch. War die nicht auch bei so einem Testspiel, wo die gesagt hat, hier, wir werden die Männer platt machen und haben die irgendwie 14-0 verloren? Da ist mir irgendwas sein. Im Gedächtnis. Also. Das kann sein, Naja. Ihre männlichen Kollegen. Aber trotzdem sind Frauen im Sport noch nicht gleichberechtigt. Und das ist auf Profi-Ebene so. Das fängt aber schon viel früher an. In vielen Vereinen, wo es zum Beispiel Fußball oder Basketball gibt, gibt es viel weniger Mädels als Jungs. Deswegen gibt es mittlerweile extra Vereine und Projekte, die den Mädchensport aktiv unterstützen. Zum Beispiel Mädchen an den Ball in Bochum. Hier haben Mädchen die Möglichkeit, Fußballspielen für sich zu entdecken, ganz ohne Zwang. Das Training ist kostenlos und man muss sich nicht mal anmelden. Wer Lust hat, kann einfach mitmachen. Ich will wissen, was ist der Vorteil, wenn Mädchen nur unter sich spielen? Also unter Mädels ist das ganz anders. Mit Jungs habe ich früher gespielt, in der Grundschule zum Beispiel. Und die haben mir halt auch nie den Ball abgepasst, weil die immer denken, ja, die kann das nicht und so. Manchmal schnauzen sie dann einen voll an, weil man irgendwas falsch gemacht hat. Und hier ist das halt ganz friedlich. Es ist manchmal blöd, wenn wir dann mit Jungs spielen würden, dass die uns ganz oft auch auslachen. Und deswegen ist es hier toll, weil hier werden wir auch nicht ausgelacht. Rebecca und Luca trainieren. Ja, natürlich. Natürlich ist es sinnvoll, meiner Meinung nach, dass junge Mädchen unter sich spielen und ja. nicht mit Jungs. Gerade Jungs und Mädchen, wenn man wirklich so ganz junges Alter nimmt, so wie die letzte jetzt, so 10 noch. Ist also das Mädchen 10, sind scheiße, Alter. Ne? Genau, das ist das Mädchen haben die Krätze oder so. Also ja. ja, mit der Pubertät ändert sich das dann natürlich schlagartig. Das sind dann Mädchen auf jeden Fall super interessant. Aber davor, klar, wie man halt mit Mädchen und Jungs, das ist ein bisschen wie Hund und Katz. Ja. da will man nicht so miteinander.
Das, ja, deswegen natürlich macht es Sinn, dass Mädchen eigene Vereine haben. Die Frage ist halt wieder das Thema Gleichberechtigung, dass es nicht für jede Sportart einen Mädchenverein geben kann, liegt halt einfach daran, dass es nicht genug Teilnehmer gibt, so wie jetzt bei der Skateboarderin in dem Beispiel. Und das, würde ich meinen, liegt auch einfach daran, dass Frauen meiner Meinung nach weniger wettbewerbsorientiert sind und sich deswegen weniger für Wettbewerbssportarten interessieren. Ja, ja. Also, ja, weiß nicht. Also für Sport an sich werden sie sich schon interessieren. Wettbewerb, wie du schon sagst, das ist ihnen jetzt gar nicht so wichtig meistens. Würde ich auch sagen, denen geht es dann wahrscheinlich eher um den Spaß. Oftmals, also natürlich nicht allen, aber öfters. Ich meine, das geht ja den Männern auch nie anders. Ja, die wollen zwar schon gewinnen, aber jetzt irgend so ein Horst Dieter aus der Bezirkself hat jetzt nicht so die Ambition, hier in der Champions League zu landen. Ja, ja. Ist halt einer unter einer Million. Luca und Luca trainieren die Mädchen und sehen weitere Vorteile in diesem Projekt. Es ist gar kein Konkurrenzkampf und eine ganz andere Gruppendynamik, es ist gar kein Ruck. Und ich glaube, dass es einfach so eine andere Wohlfühlatmosphäre für die Mädchen schafft. Siehst du, sie sagt es ja auch. Also geht hier nicht um irgendwie Konkurrenz oder Gewinnen, es ist Wohlfühlen. Ja, und genau das ist nämlich das Thema, weniger Konkurrenzkampf. Und das, meine ich, unterstreicht das schon. Die Jungs sind halt irgendwie auf, naja, zumindest sportliches Konkurrieren getrimmt. Ja, die wollen gewinnen. Mädchen konkurrieren auch miteinander, aber dann eher, naja, bei anderen Sachen, das ist dann so diese Zickigkeit bei Alltagssituationen, die Stutenbissigkeit. Ja, und verbal dann eher. Ne? Ja, also, genau. So ausgetragen. Noch mal ein bisschen anders abschalten können und wirklich hier nur der Spaß und der Fußball im Vordergrund stehen. Ich habe die Mädels ja schon so ein paar Monate begleitet, ein paar von denen. Wie würdet ihr sagen, wie haben die sich entwickelt? Die können plötzlich richtig gut schießen, haben ihre eigenen kleinen Erfolgserlebnisse, die wir und auch die sie untereinander total feiern. Und natürlich ist ja auch so unser Ziel, dass die irgendwann in einem Verein spielen. Was sollte sich beim Frauenfußball ändern, eurer Meinung nach? Generell, dass die Berichterstattung ein bisschen vermehrt wird. Also das heißt, heute Abend spielen die deutschen Frauen, die Nationalmannschaft. Und das habe ich über Umwege erfahren. Ich würde mir sowas gerne immer anschauen, auch. Aber das ist doch jetzt definitiv schon erreicht, oder? Naja, herrlich. Vor allem, natürlich würdest du das, ja, ich würde mir das immer anschauen, auch wenn Bundesliga ist, Frauen-Bundesliga. Also Bullshit, das sagst du nur für die Kamera. Das glaube ich dir nicht. Also ich hatte ja mal meinen Vater besucht und wir hatten seit langem mal wieder Fernsehen geschaut und Sportschau oder wie es heißt. Da gibt es so Tor des Monats oder Tor der Woche, keine Ahnung, mit fünf verschiedenen Kandidaten. Und da waren dann natürlich zwei Frauen dabei. Und er meinte halt, das wäre jetzt schon seit einer Weile so. Also, ne? Ach so, okay. Und wie fand dein Opa das? Also, war ihm völlig egal, tatsächlich. Er hat gesagt, das war ein gutes Tor oder das war ein gutes Tor. Ja. Ist doch wurscht. Also, das ist schon in den letzten Jahren extrem vermehrt. Also, ich würde schon sagen, so ein bisschen aufgezwungen. Dieser Frauensport, dass der in vielen Sportschauen und Berichten und so viel mehr aufs Tapet gebracht wird. Ja, also wird definitiv gedrückt, ja. Ja, also was will man noch mehr? Noch mehr. Ja, halt 50-50 wahrscheinlich. Ja. Dass genauso viele Leute in die Stadien strömen, wenn jetzt Frauenfußball-EM-WM ist. Aber das wird niemals so sein, nie. Na, hauptsächlich die fetten Werbeverträge erstmal. Ja, wahrscheinlich, ja. Es geht immer ums Geld. Wenn Bundesliga ist, am Freitagabend, dass man da ein bisschen mehr erfährt. Mehr Frauensport in den Medien. Das wünsche ich mir auch. Sport ist für alle. Jetzt muss ich nochmal einhaken. Das wünsche ich mir auch. Ja, die Frage ist ganz ehrlich, die Moderatorin, denkst du, die würde sich zum Beispiel Frauensport anschauen? Also, das ist ja das nächste Thema. Es wird ja immer gesagt, ja, wir müssen mehr Frauensport in Medien haben. Aber das Ding ist ja, Frauen schauen ja auch viel weniger Sport im Fernsehen. Also, ich würde Sie gerne fragen, nenn mir doch mal deine Favoriten bei den Sportlern. Ob die mir einen weiblichen nennen könnte. Ja. Außer diese Skateboarderin da vorhin. Ja, wahrscheinlich sowas wie Steffi Graf, Serena Williams vielleicht noch. Aber dann würde ich meinen, wird es bei der auch fast aufhören. Ja. Ja, und wie gesagt, mir ist ganz wichtig an der Stelle nochmal, Frauen schauen auch weniger Sport. Also, ja. Frauen interessieren sich weniger dafür. Und das ist einfach so, das ist eigentlich nicht erstaunlich, ne? Es muss nicht alles gleich sein. Oh je. Alle da. Deswegen sollten sich auch alle gesehen fühlen und das Gefühl haben, dass sie mitmachen dürfen. Also es braucht mehr Trainerinnen, mehr Sportjournalistinnen und auch mehr weibliche Führungskräfte in Vereinen, die sich für die Interessen von Frauen einsetzen können. Wie seht ihr das denn?
Natürlich. Also, wie schreibt es in die Kommentare? Ja, natürlich, schreibt es mir in die Kommentare. Bullshit. Schreibt es uns lieber in die Kommentare. Ja, vor allen Dingen mehr in den Führungsetagen. Da auch unbedingt noch. Ja. Ah, also ich habe irgendwie das Gefühl, dass du der Sendung nicht 9,5 von 10 Punkten gibst. Nee. Mal auf den Namen ein bisschen hier einzutreffen. Die Argumente waren alle so schwach, ich gebe 1,5. Also 1,5 von 10 Punkten. Die 9 lassen wir mal weg. Und die 1,5 passt. Ich gebe 2 für die relativ reflektierte Skateboarderin tatsächlich. Stimmt, die war cool. Hast recht. Ja. Oh ja, unsere Lieblingsjournalistin. Naja. Und der Mädchenverein am Ende war irgendwie auch sympathisch, die waren süß. Ja, doch. Der kann ruhig weiter. Machen wir 3. Der ist zwar wahrscheinlich auch von unseren Steuergeldern, aber naja. Ja. Besser als Peru-Radwege. Gut, liebe Leute. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.